Jo, moin liebe Leute, herzlich willkommen zum neuen Hessen-Vlog. Ja, ich bin gerade am Wiesenschleifen, heute auf den speziellen Stöckern. Wie ihr im Hintergrund seht, ja, die sind wirklich schief. Ja, also schon ganz schön schief, ja, das hier geht, aber da war ich eben, war, naja, ich bin mit dem Akku Plus ohne Frontlader heute mal unterwegs und mit der Schleife. Und ja. Ja, wie man hier sieht, haben wir den Bulldog ein bisschen breiter gemacht. Der hat ja Verstellfelgen, also quasi die Radnahme umgedreht und da kam dann jeder Seite nochmal 20 cm raus. Und ja, jetzt haben wir eine ganz schöne Spur und ja, damit kann man wirklich gescheit am Ski fahren. Das ist wirklich jetzt schön breit und da funktioniert das. Ja, wie ihr hier seht, also unsere Gegend, die ist schon ein bisschen hügeliger. Naja, aber das kriegen wir auch schon hin. Wie gesagt, die geraden Ecken habe ich ja so geschliffen und jetzt die schiefen so. Ja, hier drüben ist auch noch ein Stück von uns. Da haben wir Radikale, das ist er. Ja, wir brauchen Regen. Das ist ganz wichtig jetzt, weil ohne das geht gar nicht mehr. Also die Gerste oder so, die braucht jetzt dringend Wasser, weil die ein bisschen gelb und ja, dann ist das auch ganz wichtig, dass die jetzt Wasser bekommt, weil Nährstoffe hat sie bekommen. Alle. Und ja, wir haben ja Mist gestreut und haben Dünger gestreut und ja, gut. Zum Kurzspritzen muss dann jetzt noch mal ein bisschen, also ja, oder ja, muss es auf jeden Fall noch mal eine Ecke wärmer werden. Ja, das ist noch zu kalt. Was haben wir? Wir hatten heute Nacht, glaube ich, -6 Grad gehabt, aber jetzt geht's. Jetzt haben wir, was weiß ich, 10 Grad. Also, naja, das noch nicht so 7. Ja, gut, ich mache dann mal weiter und ja, ich denke mal, zeige euch jetzt die GoPro-Aufnahmen und meine Drohnen habe ich auch dabei. Also viel Spaß. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm to the sun.
All the moments so fast. Everyone racing, white knuckles can't hold on to this mess. I've tried to hold on, I've planted my feet, but change it always finds its way. I've held on to every little momentum, and I've watched it change its own mind. And I know sometimes that I get resentful. I can't hold on to things that pass me by. All the moments we've had, everything changes. Nothing ever stays in one place. I've tried to hold on, I've planted my feet, but change it always finds its way. Liebe Leute, für heute bin ich fertig mit Wiesenschleifen, also Wiesenschleifen ist komplett jetzt fertig. Ja, morgen wird Grünland gestreut und ja, wenn Grünland dann gestreut ist, also auch dann die schiefen Ecken, also da wo wir dürfen, wir haben ja auch Heimprogramm, also wo man halt nicht streuen darf und dann erst ab einem bestimmten Datum mähen darf, ab da ja, darf man dann halt da erst mähen und ja, die Wiesen, die ich dann noch streuen darf, das sind, ich habe schon ein paar gestreut, immer mal, als ich beim Ackerland da, wenn ich halt beim Ackerland gestreut habe, habe ich dann auch gleich die Wiese dann da gestreut oder halt, wenn es ein bisschen weiter weg ist, ne? Ja, und dann streue ich das doch, das sind 7 Hektar noch oder so, ja, das kriege ich mal auch noch hin. Ja, jetzt hänge ich gerade ab oder habe schon angehangen, fahre jetzt raus, mache Tore zu und dann ist Feierabend für heute, ja. Na gut, Feierabend noch nicht, noch ein Stall, noch Schweine füttern und Kühe füttern. Und dann haben wir das auch alles. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, das ist jetzt nicht gar so lang, dieser Vlog. Aber ich denke mir, ach, es ist doch interessanter, wenn immer, also wenn öfters was Kleineres kommt, wie so ein langer Vlog dann da. Klar, wenn wieder mehr noch zu tun ist, dann kann man auch einen langen Vlog machen, das ist ganz klar. Aber momentan, ja, gut, jetzt ist halt der Streu noch und dann warten wir, wie gesagt, auf besser Wetter und auf Regen.
ja, ich denke mal vom Kurzspritzen und vom Streuen kann ich noch mal ein bisschen was aufnehmen. Ja, wie gesagt, Kurzspritzen dauert noch, ist noch viel zu kalt. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Janni. Ciao und bleibt gesund.